Entschuldigung, das war's. Naja gut, ich meine, es ist schon klar, dass es wird ja nicht behauptet, dass die gesamte Wärme gefangen bleibt, sondern nur ein kleiner Teil, und der reicht eben aus, dass es wärmer wird. Nein, das wäre ja, wenn das CO2 nur das geringste, die geringste Rolle spielen sollte und verhindern sollte, dass der Erdboden, der Boden sich abkühlt. Jetzt müssen wir zurück aufs Wetter. Unser Wetter findet ständig statt, und wenn ich irgendwo einen Teilboden hätte, der sich jetzt, weil da CO2 in Mengen da ist, nicht so richtig abkühlt, wie es eigentlich sein sollte, dann ist er etwas wärmer als die Umgebung. Das heißt, da sinkt da steigt die Luft auf und in der Umgebung sinkt sie ab, und dann fließt von unten sofort die Luft über diesen warmen Boden und es findet ein Ausgleich statt. Das heißt, der Boden ist überhaupt nicht in der Lage, individuell was zu tun, was wie Erwärmung aussieht. Der Erdboden ist ins Wetter eingebunden, in all die riesigen Luftströmungen, die da sind. Und dort findet Energieumsätze statt. Und der Erdboden sagt, wenn jetzt sagen wir, die Sonne hineinscheint, er wird warm, übrigens, der wird warm und gibt seine Wärme sofort durch Wärmeleitung ins Bodeninnere ab. Und wenn dann im Winter oder wenn die Temperatur, die Sonne untergeht und die Strahlung sich umkehrt, der Boden jetzt also jetzt Strahlung absenden kann, ohne dass er neue bekommt, dann fängt er an, sich abzukühlen, kühlt die oben liegende Luft ab. Und den darunter liegenden Boden. Ja, das verstehe ich alles, aber die Behauptung ist ja nur, dass die Abkühlung geringer ausfällt. Aber Sie sagen, nein, die Abkühlung. Das ist falsch. Die Abkühlung fällt, kann nie geringer ausfallen, weil die Erde immer dafür sorgt, dass ein Ausgleich zwischen sämtlichen Böden, aha, die sich erwärmt haben, stattfindet. Über und die auch ein Ausgleich nach oben. Also über die Bewegung der Luftmassen, sagen Sie, kann es zu diesem Glashaus-ähnlichen Effekt, wo das zurück... Es gibt kein Glashaus. Woher? Ja, warum? Jetzt wollen wir doch mal auf CO2 sprechen. Ja, warten Sie mal. Das CO2, ich habe noch so viele andere Fragen. Ja? Deshalb möchte ich, also Ihrer Meinung nach, CO2 ist es sicher nicht. Sie gehen sogar so weit, dass Sie sagen, Treibhauseffekte überhaupt gibt's nur zu einem geringen Teil oder gar nicht vielleicht sogar beteiligt an diesen Temperaturen. Es gibt auch am Boden kein Treibhaus. Okay, aber was ist jetzt eigentlich mit Mars und den anderen Planeten im Sonnensystem? Das ist ein Paradoxon, das ich immer wieder verfolgt habe, die offenbar auch nach Messungen der NASA wärmer werden, angeblich, muss ich jetzt natürlich sagen, weil ich habe es jetzt selber nicht verifiziert, aber stimmt das Ihrer Meinung nach? Ich meine, Planeten wie der Mars und so weiter. Ja, genau. Es gibt also Global Warming am Mars. Es schmelzen dort die Polkappen ab, etc. Also sie werden geringer, sie werden weniger. Und ja, weil die Sonne zurzeit eine unheimliche Ausstrahlung hat. Wir haben ein Klimaoptimum, weil die Sonne ihren Kernenergie, ihren Kernreaktor, das ist ein Fusionsreaktor übrigens, auf Höchsttouren hochgefahren hat. Ja, aber warum merken wir das dann auf der Erde davon keine Auswirkungen? Wir merken auf der Erde ganz einfach, wir haben es wärmer. Es gibt wärmere Wetterlagen und der Mai, kommt auf den Mai zurück, ist wärmer, ist ein warmer Mai. Der Golfstrom, der ist warm. Sehen Sie mal, wollen wir mal auf eine ganz einfache Sache kommen. Die Sonne mit ihrer Einstrahlung erwärmt den mexikanischen Golf. Das sind sie alle, stimmen mit mir überein, dass das wahr ist. Der hat sogar bis zu 35 Grad, dann gibt es da unten schöne grauenhafte Taifune, die also dann aufräumen, rechts und links. Aus diesem mexikanischen Golf kommt unser sogenannter Golfstrom, deswegen der Name. Der schleicht zunächst mal die amerikanische Ostküste hoch, bis so etwa in die Mitte, kurz unter New York, und dann sagt er sich, das bin ich eigentlich lang genug da an der amerikanischen Küste hochgeschlichen, ich gehe jetzt mal nach Westen, mal gucken, was nach Osten, guck mal, was da ist. Dann geht er nach Osten bis kurz vor die afrikanische Küste, Kanarischen Inseln, und dreht dann wieder auf und geht nach Norden, geht an England vorbei, an Norwegen vorbei, oben in die Arktis hinein. Das ist also ein Phänomen, da können Sie auch noch nicht wissen, sondern noch gar nicht so genau, wo der Antrieb von dieser vom Wasser herkommt. Er bringt also aus dem Golf warmes Wasser bis nach Nordnorwegen. Deswegen ist auch Norwegen, das genau viel in der Höhe von Mitte Grönland liegt, eisfrei. Und dann versackt der Golfstrom da oben. Und das Wasser kommt als kalter Ostgrönlandstrom wieder hinunter. Es muss ja da oben, kann nicht oben mehr Wasser sein als woanders.
Jetzt nehmen wir mal an, die Sonne heizt den den Persischen Golf. Das ist ein bisschen falsch. Den mexikanischen Golf nicht mehr auf 35 Grad auf, sondern sie heizt ihn nur noch auf 30 Grad, eventuell 28, 25 Grad auf, weil der Fusionsreaktor eine kleine Pause einlegt. Dann kommt das Golfstromwasser nicht mehr aus einem 35 Grad warmen Wasser nach oben, sondern es kommt aus einem 10, eventuell 10 Grad kälteren Golfstrom nach oben und ist deswegen auch schon viel früher kälter. Das heißt also, diese warme Zeit, die wir jetzt hier haben, das hat mit der Erderwärmung nichts zu tun, die liegt daran, dass zum Beispiel der Golfstrom sehr hoch geht und wenn jetzt kalte Luftmassen aus der Arktis zu uns herunterkommen, kommen sie sehr lange über einen warmen Nordatlantik und kühlen sich nicht so stark ab. Das heißt, wir haben ein warmes Klima, weil die im Winter die uns zustehende Kaltluft, die da oben die Arktis abgibt, über dem warmen Golfstromwasser bei uns relativ warm ankommt. Wenn Sie also sich heute mal nur mal eine Temperatur, die 5 Grad Grenze der Wasseroberflächentemperatur, die 5 Grad, die gehen also hoch bis so ganz hoch über Island, hoch bis Nordnorwegen. Und dann geht es sehr schnell runter ins Eis. Der Golfstrom sorgt also dafür, dass wir warmes Wasser da oben haben, kein Eis vor Grönland haben und wir haben deswegen wärmeres Wetter. Nicht, weil die Erde sich aus Versehen erwärmen sollte. Das tut sie nicht. Die gibt ihre Strahlung in den Weltraum ab. Erst wenn der Sonnenreaktor da oben seine Tätigkeit auf ein Minimum herunterfährt, was er übrigens zyklisch tut, dann, Beispiel Golfstrom, wird der Golfstrom nicht mehr mit 5 Grad warmem Wasser oben in Norwegen durch die Gegend ziehen, sondern die 5 Grad Grenze endet schon in Südnorwegen und Nordnorwegen fängt an zu vereisen. Und dann kommt die Luft, die Kaltluft, die auf der Rückseite der Tiefs zu uns kommt. Es ist eben nun mal ein Naturgesetz, das hängt also mit physikalischen Größen zusammen. Die kommt plötzlich über den kalten Nordatlantik zu uns und kommt bei uns nicht an im Winter, sagen wir mal, mit 8 Grad oder 5 Grad oder 3 Grad, sondern mit minus 5 Grad. Das heißt, Sie sagen, die jetzige, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, also es wird doch, wir sind doch in einer wärmeren Periode jetzt, aber, richtig, aber der nicht, Grund weil der dafür. Erdboden werden nicht mehr zurückstrahlen kann in den Weltraum, sondern der ist deswegen wärmer, weil es bestimmte Meeresströmungen im europäischen Bereich gibt, die dafür sorgen, dass wir Europäer keine so kalte Luft aus dem Norden bekommen, sondern eine etwas angewärmte Luft. Und das ist auch verantwortlich Ihrer Meinung nach für Wirbelsturmaktivität, die, sagen manche, ist auch wieder Statistik zu nehmen. In Amerika unten, ja, die ist dann ein bisschen höher. Etc. Ja. Okay, und das Ganze aber hat als Ursache alleinig die Sonne oder zu 99,x%. Die Sonne und immer wieder die Sonne. Okay, und die Sonne scheint eben auch nicht so konstant zu sein, hat also auch keinen Thermostat dran. Nein. Und verändert sich. Es gibt Ingrid Grubauer, ist eine Dame, die beschäftigt sich mit vor allem mit den Gefahren des Mobilfunks, hat mir da ein interessantes Mail geschickt. Haben Sie schon mal von der Kolbert-Theorie gehört? Nein, habe ich noch nicht gehört. Okay, also kann ich jetzt auch nichts dazu sagen, leider. Sie hat mich da nur ein bisschen darauf aufmerksam gemacht. Angeblich soll das eine Theorie sein, die besagt, dass durch die vermehrte Mikrowellenstrahlung, die wir da ausschicken in die Atmosphäre, es zu einer Wärmung kommt, wobei natürlich die Energien, die da im Spiel sind, wahrscheinlich im Vergleich zu den Energien, die in der Atmosphäre herrschen, zu vernachlässigen sind. Also die Atmosphäre, Herr Alubaidi, die kann sich überhaupt nicht erwärmen. Unsere Luft besteht zu 99% aus Sauerstoff und Stickstoff und die beiden Größen sind zwei atomische Gase, können keine Wärme speichern oder sonst irgendwas tun. Also sie kann nur im Moment im Meer erwärmt werden und dann kühlt sie wieder ab. Sie am Boden oder am Meer oder sonst wo die Luft und dann führe ich der auch keine Wärme zu, die sie speichert, sondern die Atome, die Moleküle werden schneller. Ja. Wie auf der heißen Herdplatte, wenn sie auf der heißen Herdplatte, ja,
einfach einen Wassertropfen drauf werfen, dann sehen Sie auch, wie der Wassertropfen tanzt und dann verdampft das und dann geht das nach oben. Das heißt, die Luft kann sich nur am Boden erwärmen und am Boden abkühlen. Ich habe schon wieder gelogen, sie kann natürlich da oben, wo das berühmte Ozon entsteht, erhitzen. Da liegt es aber an Ozon und nicht an der Luft. Die Luft selbst hat eine Temperatur, die einfach vom Boden bis zur Tropopause abnimmt. 0,8 Grad im Mittel nach oben. Es gibt dann auch, wir kommen jetzt schon zum Ende der Sendung und ich möchte dann aber Fragen aus dem Chat reinbringen. Ein Thema, das wir in dieser Sendung schon behandelt haben, das mit Geoengineering zusammenhängt, sind Chemtrails. Haben Sie davon eigentlich schon mal gehört? Ich meine, Sie waren ja auch Mitglied des IPCC und dort wurden ja... Ja, aber sehr kurz. Ich war nur von 1900, das ist glaube ich... Vorher okay, aber haben Sie vom Begriff gehabt. Haben Sie vom ich Begriff ja Chemtrails? Entschuldigung, ich bin gegangen. Ja, ich möchte nur fragen, haben Sie vom Begriff Chemtrails schon mal gehört? Nein, habe ich nicht. Also Sie haben diese Wettermodifikationen, die irgendwie stattfinden sollen etc. Die sind ja noch nie zu Gehör gekommen. Nein, aber Wettermodifikationen gibt es sehr wohl. Aha. Das macht auch die Sonne. Die sorgt dafür, dass sie jetzt komme ich wieder zur Erde, dass die Erde stärker oder weniger stark erwärmt wird. Der Fußboden auch. Ja, okay. Und dann haben wir Hochdruckgebiete und Tiefdruckgebiete, die dafür sorgen, dass das Ganze umgerührt wird, wie so ein riesiger Kochlöffel. Das wird ständig umgerührt. Und natürlich hat die Sonne schon ihren Einfluss auf unser Wetter. Und nur die Sonne hat es und sonst nichts. Aber die Atmosphäre, die auf der Erde es gibt, kann nicht dafür sorgen, dass die Atmosphäre sich selbst erwärmt. Das kann sie nicht. Und Wettermodifikationen? Keine Wärmespeicher. Das ist halt mal so und da geht die Wärme durch. Und Programme zur Veränderung des Wetters sind Ihnen in keiner Weise bekannt? Nein, die sind mir nicht bekannt. Und ich verändere auch kein Wetter. Die Energien, Herr Al-Ubaidi, die stattfinden, wenn ein Tiefdruckgebiet durch die Gegend zieht. Die Energien, die dort umgesetzt wird, haben wir Menschen überhaupt nicht zur Verfügung. Und wir haben auch keine Energie zur Verfügung, um den Jetstream, der so in etwa 5 Kilometer und bis 18 Kilometer mit etwa 100, 150 Stundenkilometer durch die Gegend tobt, in Bewegung zu setzen. Das sind wir überhaupt nicht in der Lage. Okay, aber da gibt es aber Technologie, die nennt sich HARP und die soll sehr wohl imstande sein, den Jetstream abzulenken über einen Sekundär. Ich bin ja mal gespannt. Wenn sie das schaffen, ja, dann muss ich sagen, dann haben sie aber ganz schön viel Energie in der Hand. Sie können 6 Gigawatt, glaube ich, wird durch die Atmosphäre dann erzeugt in dieser Resonanz, in dem sie aufschieben. Nein, das ist nicht möglich. Also Sie glauben nicht, dass es irgendeine Technologie gibt, die die Jetstreams ablenken könnte? Nein, kann sie nicht. Also der Jetstream ist eine so starke energetische Strömung, dass wir nicht die Energie haben, den überhaupt umzulenken. Das hat die Atmosphäre selbst, die hat das. Die hat das in der Hand. Und da kommt jetzt wieder der Golfstrom und all die Dinger. Die spielen da alle eine Rolle, dass der Jetstream mal Nord-Süd läuft oder Ost-West. Aber er ist mit einer unheimlichen Wucht da und in ihm, das ist übrigens eine Energie, die man eine Strömungsenergie nennt, also eine Energie, die potenziell ist, die keinerlei anderen Möglichkeiten hat. Und die Natur wäre ganz übel dran, wenn sie nicht in der Lage wäre, aus dem Jetstream Energie zu entnehmen und in Verwirbelung zu bringen. Verwirbelung heißt, es fangen Tiefdruckgebiete an, sich zu bilden. Das ist eine ganz tolle Sache.